Und genau wie die anderen gehen sie dorthin, wo ich sie hinschicke, und sie tun, was ihnen gesagt wird. Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Darf ich Sie was fragen? Wie lange haben Sie gebraucht, um der sturste und verbohrteste Kommissstiefel im ganzen Korps zu werden? Etwa 20 Jahre, Lieutenant. Wenn wir das vermasseln, war alles umsonst. Wenn wir Erfolg haben, beweisen wir aller Welt, dass wir was drauf haben. Dann gibt es nur eine Schlussfolgerung, dass Colonel Ballinger ein unglaublich fähiger Offizier war, weil er das alles auf die Beine gestellt hat. Wir müssen alles geben. Das sind wir ihm schuldig. Morgen. Wo sind die Marines unter Ihnen? Alpha, ich höre. Roger. Ja, verstehe. Alpha, Ende. Wir haben Ärger. Ein feindlicher Konvoi rückt an. Wir brauchen Hilfe von der Navy. Der Navy? Wir haben doch Lindstrom und den Hubschrauber. Sir, sie ist bereits in Angriffsposition. Sie ist am nächsten dran. Also gut, wir rufen den Hubschrauber. Aber jetzt fahren Sie erstmal los. Hinter uns vorwärts. Roger, Stinger One. Das kann nicht wahr sein. Wer seid ihr denn? Sie raten. Wir sind Marines. Da hinten kommt ein Konvoi. Wir müssen uns beeilen. Hey, Marine. Wie stehen meine Chancen? Keine Panik, mein Freund. Sie pfeifen noch lange nicht auf dem letzten Loch. Ich habe das Gefühl, wir bringen Sie heute noch hier raus. Wie geht's dem Vogel überhaupt? Nur ein paar Kratzer am Seitenruder. Es wird schon gehen. Ich kann nur nicht fliegen.
Ich sehe mir den Schaden an. Leg den Mann nach hinten und mach's ihm bequem. McRae, Conaway. Ja, Sir. AJ? Ja, Sir. Nehmen Sie C4-Sprengstoff und jagen Sie das Geländefahrzeug in die Luft. Wendell? Ich heiße Wendell. Sir. Sie versuchen, Lindstrom zu erreichen. Sagen Sie, sie kann zurückfliegen. Ja, Sir. Wenn ich das Fahrzeug gesprengt habe, Sir, wie kommen wir dann nach Hause? Ich bin Pilot. Wir fliegen nach Hause. Ja, Sir. Stinger One, hier Cypher. Stinger One, hier Cypher. Raven sagt, ihr könnt umkehren. Habe verstanden. Guten Flug wünsche ich euch. Wir sehen uns am Stützpunkt. Mach schon, Conaway. Okay. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Eins, zwei, drei! Seilzüge sind beschädigt. Sie müssen mir helfen. Schaffen Sie das? Jawohl, Sir! Ein Laster, Vorsicht, Sir! Na komm schon, Mädchen. 70 Knoten. 80 Knoten. Wir kommen nicht hoch, Sir! 90 Knoten. Und jetzt hoch! Sie wollten mich sprechen? Nein. Ich wollte Ihnen bloß ein paar unserer neuesten Anschaffungen hier zeigen. Ihre Mannschaft hat sich hervorragend bewährt, finde ich. Ja. Würde mich nicht wundern, wenn Washington sich irgendwann noch mal ein Stückchen vom Kuchen abschneiden möchte. Wäre schon möglich. Wie nehmen Sie den Verlust von Bellinger auf? Das dauert seine Zeit. Manche brauchen etwas länger. Und wie geht's Ihnen? Wissen Sie, mich verfolgt auch ein Geist. Es wäre schön, wenn man jemanden hätte, dem man sich anvertrauen kann, nicht? Eine Tochter zum Beispiel. Oder finden Sie das verrückt? Kommt sofort. Seit dem Surfunfall soll er ja wie ausgewechselt sein. Janine? Telefon für dich. Entschuldigung. Ich
Hallo? Hi. Hi. Woher hast du die Nummer? Du hast denen bei der Arbeit meine Nummer gegeben, damit ich benachrichtigt werde, falls was passiert. Die wollten sehen, ob es mich wirklich gibt und haben angerufen. Gibt es dich wirklich, Daddy? Ob's mich gibt, fragst du? Ja. Aber als Dad, naja, da habe ich noch viel nachzuholen. Deswegen rufe ich auch an. Oh, hier ist die Hölle los. Ich habe alle Hände voll zu tun. Jetzt muss ich eine von uns verabschieden. Ich rufe nicht an, um mich zu verabschieden. Ich versuche gerade Hallo zu sagen. Schätzchen, vergiss die Getränke. Schenk mir lieber ein Lächeln. Mehr fehlt mir nicht zum Glück. Weißt du, dass du verdammt frech bist? Kann schon sein. Weißt du, gibst du mir eine Chance?